Hallo zusammen und welcome back in the USA. Yo, wir sind im Endspurt, würde ich sagen, unseres Grummer-Marathons, das letzte Feld. Und wir sind bei 70% schon angelangt. Ja, wir werden das heute durchziehen hier und beenden das ganze Thema. Es sind immer noch mit beiden Traktoren hier unterwegs. Der Deutz fährt schön mit CP auf den Bahnen. Und wir ackern uns hier über das Vorgewände ab. Ich denke mal, in ein paar Minuten haben wir es geschafft. Ja, und dann eben noch das Saatgut holen, das wir gestern gekauft haben. Und dann würde ich sagen, ab ins Bett, schlafen. Und dann Aussaat im März. Der Hafer muss dann rein in den Boden. Und vermutlich wird es dann auch schon wieder die ersten Missionen geben, die wir abarbeiten können. Also an Arbeit wird es uns dann definitiv wieder nicht mangeln. Und das ist ja auch gut so. So, der wendet schon da drüben. Viel ist es nicht mehr. Aber wir gucken mal, 80%, ja. Ja, der macht zwar mit den Bahnen jetzt aktuell noch mehr Prozente, wie wir jetzt hier auf dem Vorgewände, aber es hilft halt. Es hilft nachher zum Ende, damit wir einfach schneller fertig werden. Ja, schauen wir mal, wie weit wir da jetzt kommen werden. So, der John Deere mit dem Mist fährt schon wieder nicht. Was ist denn da schon wieder los? Ach, jetzt haben wir den Trigger ein bisschen nach vorne geschoben. Jetzt kriegt er den vorderen nicht abgeladen oder was? Ach Mann. Da passt sowieso irgendwas nicht. So. Vielleicht geht's ja jetzt. Ah ja, wenn wir schon hier sind, dann machen wir hier kurz weiter. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo haben wir denn... Ah ja, hier, Ladegut, Europaletten, Big Bag, Big Bags. Ich weiß nicht, was das hier noch ist. Dann nehmen wir die auch gleich mit. Ach, auch nochmal Saatgut. Oh. Kriegen wir nicht alles mit. So, jetzt interessant, wenn wir den zum Lager schicken, ob er dann direkt das ins Lager auch
Oder ins Silo, besser gesagt, ins Silo wollen wir das hier kippen. So. Ob er das dann automatisch entlädt. Können wir uns hier anschauen. So, wie sieht es hier aus? 92, okay. Es läuft. Das heißt ja, du kannst dann auch gleich zum Hof zurückfahren. Wenn das hier erledigt ist, beziehungsweise eigentlich, wenn du das Vorgewende fertig hast, könnten wir schon losfahren. Weil die letzten paar Prozent schafft der da drüben auch alleine. Da würde ich sagen, wenn wir hier jetzt vorne an der Straße sind, geht der nach Hause. Ja, auf jeden Fall werden wir es in dieser Folge schaffen, hier fertig zu werden. Das ist für mich die Hauptsache. So. Gucken wir mal. Ah ja, der ist hier. Da gucken wir gleich mal, ob das mit dem Saatgut klappt. Und während der noch am Ranrollen ist, kann ich ja noch mal, oh, ein Schlückchen trinken schnell. So, biegen Sie ein, Herr Kollege. So, und? Es läuft raus. Aber wir müssen mal ein Stück zurückfahren, damit möglichst alle Big Bags hier entladen werden. Im Grunde können wir den gleich stehen lassen, so in dieser Konfiguration. Hallo. Weil wir, wenn wir geschlafen haben, eh wieder jede Menge Paletten fahren werden müssen. Ich muss den einmal kurz. Jetzt kann ich das wieder ändern. So, wo haben wir es denn? Europaletten. So, aus. Oh, Lohndienstleistung abgeschlossen. Kollege, stopp. Kollege, wir haben es geschafft. So. Das heißt doch, schlafen. Gute Nacht. Wir stehen um 7 Uhr auf. Es gibt morgen viel zu tun. So. Ja, genau. Jetzt schneit das noch mal. Hallo, was soll denn das? Na gut. Schnee hat aufgehört. Ja, sieht ein bisschen kalt aus, so. Irgendwie. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Palettenrunde. Aber was das mit dem Rückwärtsgang ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also wie gesagt, ich vermute mal wirklich, dass es das Ding ist, eben VCA.
Aber sicher bin ich mir da nicht. Hängen wir hier wieder am Gewächshaus fest. So, kommt da noch was raus? Ja, da ist noch. Da ist noch etwas. So, ja, ich weiß, dass der hier nicht angenommen wird. Ach. Und doch da niemals rein. Fahren wir hier außen rum. Aber da werde ich auch nicht rumkommen. Es ist alles noch nicht so optimal, würde ich sagen. Aber mit dem LKW sind wir auf jeden Fall besser bedient wie mit dem kleinen Hochtrakt. Das auf jeden Fall. Schieben wir da halt so ein bisschen. Oh. So, ist da noch was? Scheint nicht. Gut, dann geht es einmal hier rüber. Und danach fährst du mir zu den Gewächshäusern. Zu den anderen. Da wird ja auch noch das eine oder andere Produktelein zum Abholen sein. Und wir können uns dann schon mal um die Sämaschine kümmern. Die soll ja gleich starten. Einmal den Grubber wegstellen. Das mit dem. Ach doch, jetzt lädt er ab. Ich wollte gerade sagen, das mit dem Mist klappt wieder irgendwie nicht. Aber just in dem Moment lädt er dann doch ab. So, dann werden wir die noch einmal auffüllen, umstellen auf Hafer. So, na gut, mehr Dünger haben wir wohl nicht, ist auch egal. So, wir haben gesagt, hier oben die großen Felder werden komplett gehafert. Ja, der LKW ist bei den Gewächshäusern, ja. Dann machen wir das mal noch schnell. Das passt wieder hier irgendwie gar nicht. Wir müssen einmal kurz abladen und neu aufladen. Dann passt auch die Anordnung. Gut, hier
von den Peperoni ist nicht so viel. Oh. Warten wir mal noch kurz, ob noch irgendwo Paletten erscheinen. Aber ich glaube nicht. Na gut, dann würde ich sagen, aber hier ist eine Kante. Ja, komm. Oh, ja, Entschuldigung. Palettenanlieferung. Abflug. So, und wir können jetzt endlich hier loslegen. So. Und los geht's mit leckerem Hafer. Ach, guck mal, der LKW ist auch schon da. Ja gut, der Weg ist halt auch nicht sonderlich weit von hier unten. Dann gucken wir mal, wie weit wir heute noch kommen hier. In den letzten 3 Minuten ist halt nicht so viel Zeit. Gut, wir könnten ja jetzt rein theoretisch hier geradeaus durchziehen. Aber die anderen oder die nächsten Felder würde ich ja dann doch gerne mit Curseplay machen. Deswegen kümmern wir uns nur mal um diesen kleinen Dreierverband hier unten. Tun uns ganz gemütlich hier mit dem Hafer beschäftigen. Und wir können aber mal schauen. Oh, Mission, guck mal, Spritzen. Oh, Seemission ohne Ende. Das wäre doch schon wieder was hier mit Leihgeräten. Komm, das müssen wir machen. Eine Einzelkorn-Leihmaschine. Und dann werden wir alle anderen Einzelkorn-Missionen erledigen. Das werden wir machen. Heißt, wir schauen gleich mal, was es da noch gibt. Feld 3, Zuckerrüben. Ja, guck mal, da geht's schon los. Das heißt, wir brauchen aber auch noch ein bisschen Saatgut. Ja, komm, kaufen wir noch ein Achterpack. Und wir wissen einfach, die Mission auf der 68, die darf nicht abgegeben werden. So. Müssen wir irgendwie hier ranfahren, damit wir das Saatgut hier reinbekommen. Und das heißt, wir haben auf jeden Fall in den nächsten Folgen einiges zu tun. So, Saatgut. Und das waren Zuckerrüben, die wir da machen sollten. Und zwar auf Feld 3. Dann schicke ich die nämlich gleich noch hoch, damit wir da auf jeden Fall dann auch loslegen können in der nächsten Folge, weil wir im Moment schon wieder fertig sind, ihr Lieben. Wie gesagt, morgen dann, ja, sehen, 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 sehen. Ja, schaut gerne vorbei, dann würde ich einfach sagen, macht's gut und bye bye.